Weiter. Nächste Mission, Siedler neuer Allianzen. Neue Insel, zu der wir aufbrechen. Wie immer, no spoiler, please. Liebe Shai, kannst du mal kurz mit den anderen zusammen testen im Twitch-Chat? Rote Karten-Chat? Check, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Shai macht da immer einen auf. Danke an Shai. Danke für den Test. Haben die anderen auch? Danke, Shai. Vorbildlich. Guter Einsatz. Dieses Land zahlt den Preis der Gier der Menschen, die es viel zu lange ausgebeutet haben. Früher kamen Leute her, um zu handeln, Geld zu verdienen und die Früchte der Insel zu genießen. Heute gibt es hier nur noch Plünderer, die die Ruinen ausräumen und eine frische Brise, die durch den einst stolzen Hafen fährt. Okay. Eine Aufgabe für uns. Das soll der Handelshafen sein, den ihr versprochen habt? Tut mir leid, lieber Freund. Mein Volk hat diese Insel bereits vor mehr als 100 Jahren verlassen. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Vielleicht bekommen wir ja doch noch die Gelegenheit zum Handeln. Wir sollten insbesondere nach den alten Handelsposten, dem Kontor und der Hafenmeisterei suchen. Die meisten Gebäude sind längst verfallen. Wie wollt ihr sie finden? Ich weiß, wo wir suchen können. Vielleicht müssen wir trotzdem ein bisschen graben. Die Handelsverzeichnisse aus Papier sind sicherlich verwittert. Vielleicht finden wir versiegelte Tontöpfe. In unserer Heimat haben die Händler wichtige Dokumente auf diese Weise vor der salzigen Luft, der Sonne und anderen Einflüssen geschützt. Manchmal wurden auch die Töpfe beschriftet. Ich halte die Augen offen. Während ihr nach Hinweisen und Artefakten sucht, werden wir die Vorräte auffüllen. Wir sollten einen eigenen Handelsposten errichten. Ich gehe gleich an die Planung. Ein Handelshafen errichten, okay. Was ich ein bisschen schade finde bei den Cutscenes ist, die finden ja immer in den Kulissen desselben Gebäude statt. Das finde ich ein bisschen billig gemacht. Das Gebäude gibt es halt auf jeder einzelnen Karte. Die Kulissen in den Filmen sind eigentlich immer die gleichen und das finde ich... Also ein bisschen, da hängt eine Etikette dran, wir haben wirklich Geld gespart. Das merkt man etwas zu offenkundig für meinen Geschmack. Finde ich schade. So, das ist immer, hier ist immer die Story. Wir haben ein Lagerhaus. Haben wir Truppen? Bereit. Ja, das ist gut. Mit denen machen wir mal ein bisschen Erkundung. Und laufen, spoilert mir nicht die Karte hier, laufen hier oben mal lang. Einmal hier vorne lang, bis hier vorne hin. Wie viele Ingenieure haben wir? Ja, damit kann man arbeiten. Hier vorne ist ein Steinbruch für etwas Stein. Das ist auch cool. Wir brauchen eine Holzquelle. Ein Sägewerk, eine Holzverlöte, top. Ja, wir haben 10 Werkzeuge, wir könnten noch ein paar, haben wir ein Gildenhaus schon, hier vorne, ne? Ja, wir rekrutieren nochmal 5 Ingenieure, die kosten jeweils ein Werkzeug. Und mit den anderen hier vorne, dehnen wir uns schon mal ein bisschen aus nach hier vorne hin. In der Hoffnung, dass da was Spannendes ist. Warte auf Befehle. Feind in Sicht. Feinde? Wir haben ein Gebiet entdeckt. Sind das echt Feinde hier? Tatsächlich. Rekrutierung abgeschlossen. Schnell. Hier vorne gibt es eine Belohnung. Hier vorne gibt es Ressourcen. Da in die Richtung sollten wir uns weiterentwickeln. Das ist schön. Unsere Häuser werden belagert. Steinbrock. Was? Feinde? Das ist ja krass. Alle Soldaten bitte wieder zurück. Wir haben keine Verteidigung. Das ist ja nicht zu fassen. Belagert ist gut. 3 Leute kommen vorbei. Ein Vierter. Alles hier. Alles wird kaputt gemacht, weil ich in die Offensive gegangen bin. Leute. Gebt mal Gummi und rettet unsere Menschen hier. Das ist ja furchtbar. Unfassbar hier. Unglaublich. Unsere Häuser werden belagert. Alles wird hier zerstört. Die Ingenieure sollten wir retten. Ja. Ja, bitte einmal hier vorne hin. Ich bin schon unterwegs.
da oben weitermachen in die Richtung. Die bitte auch. Ich kann so gut wie alles machen. Unsere Häuser werden belagert. In die Richtung bitte weiter ausdehnen. Feinde kommen. Ja, einmal hier die bitte kaputt machen. Unsere Häuser werden belagert. Hier runter bitte. Hey, hierhin bitte, habe ich gesagt. So, und Wohnhäuser, das ist noch okay. Das sollte hier alles noch in Ruhe noch reparieren. Wir schicken mal ein paar hier runter für den Kollegen hier vorne. Dann können wir hier oben schon mal genau Gebiet weiter ausdehnen nach oben hin. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Ich könnte hierhin mehr tragen. Hier unten können wir schon mal eine Straße raufbauen, die werden wir sicher brauchen. Gehen wir hier lang. Hier dran vorbei. Genau, und das dehnen wir bis hier oben auf. Und hier können wir... Ach, das sind auch nur Steinbrocken, leider. Schade, immerhin ein bisschen Stein, ja. Wie geht's unseren Soldaten? Nur ein paar blaue Flecken. Geht's so. Hier wieder zurück. Sind nur ein paar blaue Flecken. Mit denen gucken wir mal hier nach rechts rüber, ob wir da was Spannendes entdecken. Oh, das sieht auch gut aus. Noch nicht sondiertes Bergbaugebiet. Ist ja viel spannender als das von oben hier. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Oh, wir können Fallen legen. Was so alles gibt. Einheiten haben eine Entdeckung gemacht. Ja, ich habe auch... Oh, einmal hier hin. Was gibt's hier vorne? 20 Eisen, wenn wir ein Werkzeug hier hinbringen. Das machen wir. Wir könnten auch schon mal ein paar Werkzeuge nochmal produzieren. Wo sind denn alle unsere Ingenieure? Die neuen. Gesandten wollten, dass ich hier warte. Hm? Hier vorne hin. Einmal bitte hier ein Gebäude bauen. Noch mehr Steine. Das ist ein weiter Weg, aber die Steinchen brauchen wir. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Mit denen würde ich dann sogar eher runtergehen und hier unten bauen. Hier von hin und hier einmal bauen und dann bauen wir noch ein Gildenhaus hin. Ne, ein Gildenhaus haben wir, pardon, ein Werkzeug. Eine Werkzeugproduktion hier vorne. Eine Werkzeugschmiede. Aus Steinen und aus Holz. Das ist die Frage, wo das auf Dauer am besten sein wird. Ich setze sie mal hier vorne hin. Schwer zu sagen. Hier passt die auch nicht gerade gut rein. Wir könnten die Straße hier verschieben. Einmal die Straße hier lang. Dann können wir das Stückchen Straße hier wegmachen. Und dann können wir hier vorne doch noch die Werkzeugschmiede hinsetzen. Perfekt. Absolut perfekt hier. Die arbeiten hier dran. Hier vorne. Immer bereit. Da wollten wir um Eisen, da müssen wir sondieren. Wir brauchen erstmal mehr Werkzeuge. Deshalb die Werkzeuggeschichte hier oben. Haben wir irgendwo einen nachwachsenden Wald? Das ist nur ein Solowald. Der ist auch nicht nachwachsend. Der reicht aber noch aus. Noch ist alles okay. Wir schnappen uns einen der Ingenieure. Wo sind die denn alle? Alle haben was zu tun irgendwo. Die bauen erstmal die Straße rauf. Schnappen uns mal die beiden hier, die laufen bitte runter. Und sondieren hier vorne. Was das hier vorne ist.
Und einen wiederum sollten wir hier hinbringen. Der einen Werkzeuge bringt, damit wir ganz viel als Belohnung bekommen. Dann nehmen wir auch zwei. Ah, hier ist die Rekrutierung für den Ingenieur. Und hier vorne, hier wird gebaut. Werkzeugschmiede, Baufortschritte geht so. Da sind schon wieder Einheiten. Und die helfen den armen Ärmsten hier noch nicht mal. Ob Gebäude abbrennen können? Brennen durch Feuerwehr? Nein. Aber wenn die angegriffen werden, dann verlieren die Lebenspunkte, aber heilen wieder von alleine im Laufe der Zeit hinzu. Ja. Ich würde gerne mal gucken, was hier vorne ist. Hier werden wir immer wieder angegriffen. Hier vorne. Sehr weit vom nächsten Lagerhaus entfernt. Ja, das weiß ich auch. Ich kann so gut wie alles bauen. Ich könnte mehr tragen. Den rennen wir. Ah, was gibt's hier vorne? Waffen, das ist gut. Ich kann so gut einmal die Waffen abholen, das ist eine immense Hilfe, dann können wir schon ein paar weitere Truppen rekrutieren. Das ist echt cool. Rohstoffe gefunden. Onkel Richie, um Gebäude auf Straßen zu setzen, musst du sie nicht erst abreißen, die werden automatisch abgerissen. Gut zu wissen, danke dir für den Tipp. Rohstoffe entdeckt. Gold, deshalb der Handelshafen. Super, bin schwerstens begeistert. Was gibt's? Jetzt erstmal hier noch Eisen holen. Ein Ingenieur, das ist der hier. Mit dem bauen wir jetzt ein Lagerhaus hier hin. Wir müssen erstmal das Gelände weiter ausdehnen in die Richtung. Wo kann ich helfen? So, bitte. Nur harte Arbeit zählt. Hier bitte sondieren. Da vorne immer noch Leute, die haben nichts zu tun, die, ich sage immer sondieren, wenn es ums Besetzen geht. Die besetzen das bitte in die Reihenfolge weiter. Gibt es etwas zu tun? Das ist die Werkzeugschmiede. Mit Beeren würden wir noch mehr Werkzeuge produzieren. Haben wir irgendwo hier Beeren? Das sind keine Beeren, ne? Wir gehen hier mal gucken, was hier links ist. Ah, hier vorne ist auch was Spannendes. Die Pflicht ruft. Natürlich. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Aha. Ein Werkzeug bringen und es gibt Produkte, die man hier holen kann. Schnell. Ja, es ist gut hier zu wissen, aber ich würde lieber eine Einheit zum Scouten mal holen. Haben wir hier irgendwo eine ich würde gerne hier ein Lagerhaus hinsetzen, um Gold zu gewinnen. Unerschöpflich, um daraus Münzen zu machen und dann alles Mögliche kaufen zu können. Das scheint mir irgendwie wichtiger zu sein. Wir könnten hier schon mal eine Straße rüberziehen. Zweiter Versuch. Wir können hier schon mal eine Straße rüberziehen. Bis hierhin. Dann setzen wir hier ein Lagerhaus hin. Hier können wir auch. Wir gehen mal kurz gucken, was hier rechts ist. Das ist ja nur irgendwas Spannendes. Achso, ich wollte ein. Da ist schon wieder ein Trupp. Da ist schon wieder ein Soldat hier. Ich wollte in der Gildenhalle, im Gildenhaus, einen Abenteurer rekrutieren. Oder zwei. Drei. Das sind diejenigen, die scouten können. Mit einzelnen Adlern. Da können wir immer irgendwo einen Adler losschicken und so das Gelände rauskriegen. Ich bin bereit. Hier? Was sind das da? Keine Ahnung. Wir laufen einmal hier oben lang. Unsere Armee wird angegriffen. Oh, und diesmal sind es ein paar mehr. Einmal zurück hier vorne in die Mitte. Haben wir hier noch irgendwo Truppen? Nein! Ja, wir sollten hier einen Turm hinsetzen. Hier kommen immer wieder Leute aus der Ecke. Ein Turm ist aber ein teurer Spaß. 10 Steine, 5. Wir könnten auch einen Lockvogel setzen. Der ist billiger. Aber einen Turm finde ich eigentlich cooler. Was das hier ist auf Dauer, weiß ich noch nicht. Wir können uns, wir verteidigen uns mal, weil wir haben nicht genug Soldaten, erstmal mit einem Turm hier. Den setzen wir an den äußersten Rand hin. Nämlich hier hin. Rekrutierung abgeschlossen. Ich hoffe, wir haben hier
Ach, wir haben mehr Werkzeuge da. Dann können wir schon mal ein paar mehr Ingenieure rekrutieren. Jetzt gehen wir wieder hier vorne hin. So, und hier sollte ein Lagerhaus bitte hin, hatte ich gesagt. Habe ich das schon platziert? Nee, noch nicht. Ich habe nur die Straße gezogen. Wollten hier erstmal scouten, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Wir setzen das mal direkt daneben hin. Wir können den Hafen vielleicht auch direkt daneben hinsetzen. Ein Lagerhaus hier bitte. Rekrutierung abgeschlossen. Mit die Einheiten sind immer ein Stück zu weit weg. Jetzt ziehen wir wieder zurück. Ah, schaut mal hier vorne hin. Hier von hier rechts kommen auch Banditen bisweilen. Und die müssen abhauen hier. Nee, wisst ihr was? Die schicken wir rüber zu den Soldaten. Dann lockt er die rüber, macht er dann nicht mal. Dann können die auch in Ruhe weiterbauen. Die greifen hier bitte an. Mit den Einheiten hier vorne stehen. Turm ist noch nicht fertig. Einmal hier bitte angreifen. Ob das fiktive Ländereien sind, das ist eine fiktive Welt hier, genau. Oh, da kommen noch mehr Leute. Oh, die Ingenieure bitte hier hin. Wo ist die Droiden? Ach, jetzt verlieren wir mehrere Ingenieure. Das ist uncool. Das ist echt uncool hier. Haben wir hier nicht Militär? Doch. Hat geklappt. Wir haben leider mehrere Ingenieure verloren. Das ist echt doof. Wir haben nur noch 2 Stück. 3. 13. 13 haben wir. 13 haben wir. Hier ist der Turm fertig. Das ist schon mal hilfreich. Der steht, glaube ich, auf automatisch wirken. Genau. Das machen wir mal. Und die Truppen bleiben mal hier. Das sind die Scouts. Ich finde einen Pfad. Haben wir schon 3? 2? 3. Alle 3 ausgewählt. Den gebe ich die Nummer 6. Und dann wollen wir die alle mal hier in die Mitte reinstellen. Und dann können wir mal einzeln ein bisschen scouten. Mit dem hier vorne. Mal schauen, ob der Vogel so weit reicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Scouten wir mal hier hin. Schauen, ob der Adler bis dahin fliegt. Kann sein, dass er nicht nah genug dran steht. Schicken wir einen hier vorne hin. Einen in diese Richtung. Einen schicken wir bis hier hinten hin. Dann haben wir noch einen dritten. Schon wieder einleiten hier. Der Turm sollte den noch fertig machen. Wir sind bereit. Einmal hier vorne hin. Ach, der hat den. Das wurde doch aufgedeckt. Der hat geklappt jetzt. Und der läuft ja erstmal hier wieder zurück hin. Hat das mittlerweile mit dem Lagerhaus geklappt? Der Lagerhaus ist immer noch nicht ganz fertig, aber fast. Wir brauchen wieder mehr Ingenieure. Obwohl, die tun ja hier gar nichts hier. Wir bauen noch was. Wir bauen jetzt die Goldgeschichte hier vorne hin. Münzprägerei nachher und erstmal eine Goldmine hier drauf. So. Da können wir direkt Gold gewinnen, weil wir nachher eine Münzerei daneben setzen. Was braucht die Münzerei? Können wir alles bauen gleich. Ist alles da. Kurze Wege setzen wir, sagen wir mal, hier vorne hin. Und dann setzen wir hier vorne einen Hafen hin. Da können wir alle Waren kaufen, die landen dann hier drin. Ja. Mit den Truppen ziehen wir nochmal zurück und bauen hier noch einen Schutzturm hin. Dann werden wir das hier erstmal ein bisschen verteidigen hier. Das ist ein Scout, ne? Nee, auch nicht. Wo ist Scout Nummer 3 gelandet? Hier vorne. Bitte mal hier hinten hin. Schauen, was wir hier aufdecken können. Nichts. Aber schön. Ah, das sind Feinde.
Waren nicht rote Grenzsteine hier? Das sind Feinde. Gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen, wir vergrößern hier ein bisschen noch das Territorium. Mit den Goldminen, die bauen erstmal zu Ende, mit ihnen hier unten. Ja. Mit ihnen beiden. Mit ihnen das hier ein bisschen noch nach rechts aus. Ich liebe Arbeit. Und hier können wir was abholen, nämlich, ich glaube, das waren sogar Waffen, oder? Lässt sich das nicht anklicken? Eisen war das, okay. Goldmine läuft. 26 Steine, wir brauchen dringend, also die Goldmine ist top, da können wir notfalls auch Steine mitkaufen. Da kann man mitarbeiten, das funktioniert. Lagos ist auch da. Mitarbeiter gehen so. Die Fischerhütte hat sogar überlebt. Von noch ein Steinbruch, der nicht ewig läuft. Den können wir sogar noch ein bisschen beschleunigen, indem wir die Fische dorthin bringen. Da müssen viele Fische sein, 30 Stück. Hier ist ein Turm zur Verteidigung. Hier vorne steht, glaube ich, eine Militäreinheit. Wir fliegen einmal. Hier rein und gucken, was da ist. Nichts. Ah, da vorne ist noch was. Da laufen wir jetzt, gehen wir doch jetzt einmal gucken hier. Was soll erkundet werden? Ganz vorsichtig. Passt auf. Das könnte spannend sein und das sieht nach nachwachsendem Wald aus. Das ist auch spannend. Und hier sind Bären. Das ist top. Wir stellen uns mal in die Mitte hier hin. Hier vorne können wir jetzt einen Turm hinsetzen, um das ein bisschen abzuschotten nach rechts hin. Wir müssen uns eigentlich um nicht mehr so viel kümmern. Einen Turm, sagen wir mal, hier so in die Mitte hin. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Prima. Hier haben wir nochmal einen Haufen Truppen. Das läuft hier vorne. Hier gibt es mal wieder Probleme bei der Münzprägerei. Noch fehlt das Gold. Und jetzt könnten wir einen Hafen bauen. Hier unten rein. Aber vorher haben wir nicht mehr viele Leute. Bauen wir mal eine kleine Stadt. Irgendwo dahin, wo das nicht so wichtig ist, wo die steht. Steine haben wir ja noch genug. Aber Mitarbeiter brauchen wir. Hier stellen wir noch auf dem Weg dorthin. Hier ein paar Wohnhäuser hin. Leider die Steine bei drauf, anders geht's nicht. Hier können wir auch noch ein paar hinstellen, ein paar Wohnhäuser. Ich gebe mein Bestes. Könnte dich nie enttäuschen. Ich gebe mein Bestes. Könnte dich nie enttäuschen. Da fehlt jetzt. Da geht es jetzt straßenmäßig nicht mehr hin. Und hier können wir nachher, sobald wir genug Steine haben, jetzt ist da nur ein Haus, glaube ich, hier dazwischen setzen. So, und hier vorne entsteht der Turm. Wie viele Ingenieure haben wir mittlerweile? 13, 14 Werkzeuge. Wir können wieder ein paar neue hier rekrutieren. Die platzieren wir mal, ich glaube hier auf der rechten Seite, wenn wir viel ausbauen müssen. Einmal hier hin. Wie viele Waffen haben wir da? 5 Bögen. Wir können einen Ausbildungsplatz bauen. Um schon mal aus den bestehenden Leuten ein paar neue Militärs zu rekrutieren. Dafür brauchen wir erstmal 5 Steine. Ich habe Schiss, dass mir die Steine ausgehen gleich.
Haben wir hier eigentlich alles sondiert? Da kann man hier noch weiter sondieren. Hier kann man nicht weiter sondieren. Sehr schön. Hier ist der Turm. Und wenn wir ganz auf Nummer sicher gehen wollen, dann setzen wir davor noch so ein Teil hin, mit dem man so ein Lockvogelgebäude hin. Mit dem können wir hier noch ein bisschen weiter scouten. Laufen hier einmal durch nach oben hin. Sehr spannend. Was gibt's denn hier alles? Sehr hübsch. Anscheinend eine Art von Siedlung oder irgendwas. Lagerhaus beim Steinbruch im Norden eher nicht, Tom, weil das ist... Weil Steinbruch ist ja keine Steinmine, der ist nicht unerschöpflich. Wir haben schon mal viel hier aufgedeckt. Ich finde einen Weg. Sehr hübsch hier. Jetzt bin ich aber immer neugieriger. Wir können auch schon mal den Vogel fliegen lassen. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Zwar hier vorne. Unser Geschick als Händler verbessern. Dann können wir zu dem Kontor hinrennen. Okay. Boah, ist das hübsch, ne? Sehr hübsch gemacht hier. Also Gebäude können die, kann man nicht anders sagen. Gebäude haben die drauf. Laufen mit der Einheit wieder runter. Bis hier vorne hin. So, wie sieht es denn mittlerweile aus? Ist das Ausbildungscenter hier mittlerweile fertig? Der erste Ausbildungsplatz, den hatten wir... Oh Gott, wo habe ich den hingesetzt? Oder hatten wir den noch gar nicht gesetzt? Wir hatten erst die Häuser gesetzt. Häuser, Häuser, Häuser. Und wir wollten noch einen Ausbildungsplatz bauen, ne? Am klügsten wäre das da, wo Waffen sind. Vielleicht kaufen wir die Waffen hier immer. Ich würde hier in die Mitte den Ausbildungsplatz hinsetzen. Ja, ein Ausbildungsgelände, noch immer keinen gebaut. Passt der hier hin? Wir müssen auch noch Platz für den Hafen haben. Kriegen wir das hier hin? Ja. Hier oder hier vorne? Hier ist perfekt. Und ein Hafen noch hier drunter. Die Münzerei funktioniert schon. Wir produzieren Geld. Sehr schön. Oben gibt es leider keine Geldanzeige. Jetzt bauen wir noch einen Hafen hier unten hin. Geht nicht, weil wir brauchen erstmal 10 Steine. Wir warten einen Moment. Und dann sind wir autark. Oh, wir müssen aufpassen. Die Steine gehen für die Werkzeuge auch drauf. Dass wir nichts mehr Werkzeuge bauen, als wir brauchen und nachher ein Problem haben. Die Werkzeugschmiede war... Oh Gott, wo habe ich die Werkzeugschmiede hingesetzt? Irgendwo hier am Start. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wo meine Werkzeugschmiede steht. Ist sie das? Nee, hat man schon geguckt. Da ist sie. Die pausieren wir mal. Ich habe Schiss, dass wir nachher alle Steine, aus Stein und Holz entstehen Werkzeuge, verbraucht haben, dass die Steinbrüche... Ach, wir haben noch genug. Hier sind, ist haufenweise noch Stein. Können wir laufen lassen. Oben gibt es keine Geldanzeige hier oben. Hier gibt es kein Gold, was uns als Ware angezeigt wird. Gold ist ja eine Ware. Also es gibt ja keine Credits. Und dann muss man, glaube ich, den Hafen anklicken oder ein Lagerhaus, damit man sieht, wie viel Gold man hat. Jetzt könnten wir hier einen Hafen hinsetzen. Ja. Hier direkt neben das Lagerhaus. Das ist das zentrale Lagerhaus, in dem dann immer alle Waren verklappt werden. Ja. Mit Straßenanschluss sogar. Bei den Ressourcen wird das mit dem Gold stehen. Nee. Ich weiß gerade nicht, was ihr meint.